Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online, die letzte Halloween-Folge 2018. Wir werden jetzt noch unten das Kürbisrennen unter dem Schloss machen, genauso wie die Geisterbahn im Schloss von Silverglade. Und morgen, vielleicht können wir noch ein paar Geister fangen. Ich hab hier übrigens gerade eben einen eingefangen, der flog so an mir vorbei. Dann habe ich gedacht, komm, den sammle ich direkt ein, bevor er weg ist. Morgen endet ja das Update. Morgen kommt auch die Postfolge und die neuen Anfangspferde kommen. Die neuen Startpferde kommen ab morgen für jedermann rein und sind ab morgen für alle erhältlich. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da freue ich mich schon drauf. Ja, die Geisterbahn, die kennen wir ja eigentlich schon zur Genüge. Letztes Jahr war sie nicht drin und wir machen trotzdem jetzt dieses Jahr nochmal mit. Und harren der Dinge, die da so kommen. Ich bin mal gespannt, ob sich vielleicht was dran verändert hat. Auf jeden Fall ist das Aussehen erneuert worden. Kann ich hier? Nee, hier kann ich keine Bilder machen. Fängt noch ganz beschaulich an. Oha, Frankenstein. Oder sowas in der Art. Oh. Von dem habe ich mich jetzt gerade wirklich ein bisschen erschrocken, weil ich nach dem Ritter geguckt habe links. Ich wollte gerade sagen, die Ritterrüstung sieht voll cool aus. Und dann kam da auf einmal der Geist von rechts. Ich finde die nach wie vor, finde ich die ja echt cool gemacht. Aber ich glaube bislang... Wie süß, wir hatten... Ich glaube bislang hat sich dann noch nicht wirklich was dran verändert, außer dass es halt auch optisch ein bisschen aufgehübscht wurde. Vielleicht ist es auch deswegen letztes Jahr... die Spinne. Vielleicht ist es auch deswegen letztes Jahr nicht drin gewesen, weil sie das auch einfach ein bisschen... Das ist immer noch das Schlimmste in der ganzen Geisterbahn. Mr. Campbell, trust me. Dass das hier... Das wird überhaupt nicht abgenommen vom TÜV, weil wir uns die ganze Zeit hier an diesen Papp- oder Holzteilen stoßen würden. So, wir fahren wieder auf den Ritter zu. Ist ja erstmal cool, wenn irgendwie so vor uns so ein Hackebeil, so ein Fallbeil, wie sowas wie so eine Guillotine runterfallen würde, so haarscharf vor uns. Oh, Mr. Sands. Ich finde es ja lustig, dass eben nicht nur hier so die typischen Gruselsachen eingebaut wurden, sondern halt auch ein paar von den Bösewichten in Star Stable. Das finde ich immer ganz lustig. Ich muss übrigens noch wieder eine neue Dingens abschließen, eine neue Stallhilfe. Hier mache ich das ja noch nach wie vor mit der Stallhilfe auf Cuddy Gaming, also bei Tiffany Comets da, mache ich das ja gar nicht. Da, pflege ich ja das Pferd selber und wenn ich es halt vergesse zu verpflegen, ich habe es jetzt schon wieder einen Tag vergessen, deswegen dürfte es wahrscheinlich wieder auf einen orangenen Smiley runter sein. Es ist dann halt, ne, es ist, ist dann halt mal so. Ach, ich bin jetzt gefragt worden, auch was ich, warum ich mir nicht noch einen Isländer kaufe, weil ich jetzt schon so oft über den Isländer geschwärmt habe. Momentan möchte ich mir tatsächlich ungern weitere Pferde schon alter Rassen kaufen. Ich warte momentan noch so ein bisschen darauf, dass ja dann auch noch wieder weitere Fjordis kommen, wovon vielleicht auch noch eins von mir bei mir einziehen wird, sehr wahrscheinlich sogar. Und dann bin ich mal noch gespannt, was im Dezember noch rauskommt, wenn da noch eine Rasse rauskommt. Jedes Jahr zu dieser Zeit veranstalte ich ein spannendes Geisterabenteuer im Gruselkeller des Silverglade-Schlosses. Es ist ein sehr gruseliger Ort und ich hoffe, dass du nicht zu viel Angst haben wirst. Bist du bereit, dich der Herausforderung des Gruselkellers zu stellen? Aber klar doch. Okay, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wenn du das zu gruselig findest, kann ich leider nichts dagegen tun. Du wirst das alleine machen müssen. Alleine in der Dunkelheit. Alleine mit allen Geistern. Wenn dir das zu gruselig ist, dann lass es lieber. PS, die Geister sind meine Freunde. Sie wollen dir also nichts antun. Sie haben ihre Freude daran, andere zu gruseln, wie Geister das eben tun. In Wahrheit sind sie aber sehr nett. Erinnert mich so ein bisschen an Monster AG, ne? Das ist ja auch da eigentlich ihr Job, die Kinder zu gruseln. Ach ja, genau. Guck, ich muss ja absitzen.
Du hast einen Probeversuch. Danach kannst du dich einmal pro Tag der Herausforderung stellen. Das Geisterabenteuer ist ein Wettbewerb. Du musst alle kleinen Kürbisse sammeln, die in den Gängen des Kellers zu finden sind. Wenn du alle Kürbisse gesammelt hast, öffnet sich eine Tür im östlichen Teil des Kellers. Du musst so schnell wie möglich raus. Du musst also alle Kürbisse sammeln und dann den Keller so schnell wie möglich verlassen. Die schnellsten Spieler werden auf einer Liste erscheinen. Das hier ist dein Testlauf. Du bekommst also heute noch eine weitere Chance. Viel Erfolg! Und vergiss nicht, dass du den Geistern ausweichen musst. Sie dürfen dich nicht kriegen. Es kann außerdem noch weitere Überraschungen dort unten geben. Ja, gibt keine Pferdeerfahrung, weil wir das ja alleine machen, aber immerhin 10 Silverglade-Rufe und 40 Schillinge. Ich habe es aber tatsächlich immer nur einmal gemacht fürs Video und dann gar nicht mehr, weil es ist relativ langwierig. Wir haben hier unten rechts eine Übersichtskamera, wo wir alle Kürbisse sehen, die wir einsammeln müssen. So, wenn wir den einsammeln, dann können wir durch die anderen Geister durchlaufen. Ich laufe gerade schon wieder ziemlich bescheuert. Das ist halt Pac-Man. Das ist wie Pac-Man früher am Amiga und so. Kommt der jetzt hier rein? Nö, kommt er nicht. Ohne Witz, ich laufe mir hier einen Mist zurecht. Rechts von mir ist ein Geist. Aber ihr seht, wenn wir die dicken gelben Kürbisse eingesammelt haben, dann sind wir immun. Das war bei Pac-Man dann immer so, dass man die dann halt gefangen hat quasi. Man hat dann selber die Geister umgehauen. Und dann waren die im Gefängnis für eine gewisse Zeit und konnten einem nichts tun. Hier sehen sie einfach nur lächerlich aus. Nein, eigentlich sind die Geister voll süß, finde ich, in Star Stable. Ich finde die voll knuffig. Auch die kleinen, die man so finden kann. Wo muss ich denn noch hin? Ah, hier habe ich nahezu alles. 20 Kürbisse fehlen mir noch. Hallo, geh mal schneller. Danke. So, die da noch. So. Wir haben es. Das war das Kürbisrennen. Yay! Ja, damit hätten wir das auch abgeschlossen für dieses Jahr. Ich merke schon, das wird heute keine mega lange Folge. Oh nein, ich hab's nicht angeklickt. Verdammt. Habe ich eigentlich gerade noch mal... Oh, guck mal da. Ich könnte rein theoretisch noch... noch Splitter abgeben. Und das machen wir jetzt auch. Ich will nämlich mal noch gucken, ob man unterschiedliches Pulver rausbekommt aus dem Kessel, wenn man die Items vom Halloween-Set schon hat. Oder ob man jedes Mal andere Sachen rausbekommt. Immer das Gleiche, also immer das Skelettpferd. Könnte ja rein theoretisch auch sein, ne? Es könnte ja rein theoretisch auch sein, dass man dann halt jedes Mal das Skelettpferd bekommt. Ich vermute aber fast, dass man auch noch das Mumienpferd bekommt und dieses Frankensteinpferd, aber wir schauen es uns auf jeden Fall an. Das wollen wir nicht unentdeckt und ununtersucht lassen dieses Jahr. Und da wir gerade noch ein bisschen Zeit haben... Huch, das wollte ich gar nicht anziehen. Eigentlich habe ich das auch nicht angezogen. Das war strange. So, da wollen wir doch mal gucken.
was wir da jetzt rausbekommen. Ein Skelettpferd habe ich. Ich habe mir kein Pulver gekauft. Das eine Skelettpferd, was ich habe, das haben wir ja beim letzten Mal aus dem Kessel rausgezogen. Das habe ich ja da schon bekommen, weil das jetzt schon vollständig war. So, und nun haben wir, genau, hier, wir haben das Zombie-Pferdepulver bekommen. Alles klar. Das heißt, wir können scheinbar wirklich jedes mögliche Pulver kriegen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Man merkt aber auch, dass jetzt definitiv so ein bisschen der Sammelelan nachgelassen hat. Entweder es haben jetzt schon alle alles gesammelt und es macht kaum noch jemand die Rennen und so weiter und so fort. Aber ich glaube tatsächlich, dass es generell jetzt ein bisschen der Reiz weg ist. Aber das Halloween-Event ist ja damit jetzt eigentlich auch vorüber. Und ich verabschiede mich jetzt auch für heute von euch. Morgen kommen dann die Postfolge und die Update-News zum neuen Anfangspferd. Bis dahin, tschüss!